Was soll ich mehr tun? Der Tag heute ist irgendwie langweilig. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Zocken macht keinen Spaß. Rausgehen habe ich kein Interesse und gerade keine Lust darauf. Zusammenräumen? Ja, was ihr sich zusammenräumen, braucht man gar nicht reden. Ist ja recht nervig zusammenräumen. Das will euch keiner. Was könnte ich nur tun? Warte mal. Was war denn da nochmal? Scheiße, stimmt. Da war noch ein Projekt von Gabi, da muss ich noch was machen. Stimmt, ein Suppen. Winterzeit ist Suppenzeit. Stimmt, da war ja was. Ich glaube, ich mache eine Grießnockelsuppe. Das könnte ich machen. Und somit willkommen bei Winterzeit ist Suppenzeit. Das Suppenprojekt von Gabis Kochbuch, wo ich dabei bin und noch eine mitmachen, ein Video hochladen. Und zwar Grießnockelsuppe mache ich heute. Wie ihr schon seht, seid ihr auf meinem Video gestoßen, also seid ihr beim Projekt gerade dabei. Ich würde sagen, ich erkläre euch mal, um was es geht. Und zwar, es sind mehrere Leute dabei, die sind alle verlinkt. Ich erkläre euch mal so, wir haben mehrere Teilnehmer, jeden Tag gibt es ein Video. Und jeden Tag bei wem anderen. Deswegen sind die alle in der Kanal unten verlinkt. Und im Endspann werde ich euch nicht auch noch verlinken, das heißt Abspann. Deswegen, schaut bei allen anderen vorbei. Vor mir waren auch schon ein paar, schaut gerne bei denen auch vorbei. Um ein gutes Projekt zu starten. Dann bin ich vielleicht nächstes Mal wieder dabei, oder? Mal gucken, muss man mit Gabi reden. Aber nochmal danke an Gabi, dass sie mich eingeladen hat für das Projekt. Und ich würde sagen, fangen wir an gleich mit den Sachen zur Bereitung. So Leute, wir beginnen jetzt erstmal mit den Zutaten für die Suppe, damit wir die Suppe aufkochen können. Hoffe ich, was man heißt, ja. Und zwar Karotten, die hier. Die müssen jetzt erstmal waschen, das jetzt mal kurz bis gleich. So. Ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit den Karotten, dass wir die halt mal schneiden. So. So. Mache ich damit so. Ich bin jetzt kein Koch, kein Ausbilder oder was weiß ich. Man sollte halt schauen, dass die Finger wegbleiben. Sollte man schon schauen, also ist ja auch relativ wichtig. Und ich werde auch jetzt nicht für eine ganze Familie kochen, sondern eher für kleine Mengen, weil das halt ich nur essen werde. Gerade deswegen wird auch nur eine kleine Menge davon gemacht. Nicht das Ganze, es wird dafür was anderes verbraucht. Nur dass ihr Bescheid wisst, also es wird nichts weggeworfen oder so. Kann sein, dass ich euch ein bisschen Sachen vorspule, damit es auch schneller geht. Das habe ich gerade selber bewegt, weil das runtergerollt ist. Ja, kann das wieder richtig, das kann ich verarbeiten wieder. Und jetzt das runterrollt. Ja, einfach so ein Cocktail. Ja, passt das gar nicht so. Ups. Noch ein, das ist. Jetzt kommt noch das. Gute Frage, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, wie das Teil heißt. Moment. Ich habe diese Suppenpacken gekauft, machen wir das an, aber ich bin mir gerade im Moment, weiß ich gerade nicht, wie das Teil heißt. Wie heißt das schnell? Ich kenne den Geruch, also wie heißt das? Ich überlege, wie das heißt, deswegen. Gute Frage. Wie heißt denn das? Ohne mich jetzt lächerlich zu machen. Auf der Suppenkuchenpackung steht halt auch nichts drauf, deswegen. So. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen runterfitzeln. Damit wir das hier oben haben. Und die Stängel. Die Stängel sind eher halt, sag ich euch, nicht gut zu geeignen. Eher mein Oberteil. Ich glaube, dass du die Stängel auch essen kannst rein theoretisch, aber eher ungenießbar sind so. Schmecken nicht so gut. Deswegen eher das untere. So, das sind immer noch. So, das mische ich jetzt auch da rein. Wenn sich's hoffentlich ausgeht. Ja, so. Ich würde sagen, jetzt stellen wir den Topf mit Wasser drauf und wir sehen uns dann gleich.
Öl ist schon drin in der Suppe. Dann geben wir noch die Zutaten rein. Und jetzt mal eine Quizfrage. Woher kommen Grießnockerl eigentlich ursprünglich? Quelle von mir ist Wikipedia, aber nicht nachschauen. Nur das ist nicht nachschauen. Ganz wichtig. Auch wenn ihr gerade nachschaut, nein. Noch klarstellen möchte, auch wenn das ein Kochvideo ist. Dieses Trikot habe ich geschenkt bekommen. Ich bin kein Hardback-Fan. Nur, dass das klar ist. Beantwortet mir einfach mal in die Kommentare, woher kommen die Grießnockerl. Ganz wichtig, ja. Du hast noch nicht abonniert, weißt du das? Ich sehe das, dass du noch nicht abonniert hast. Du da. Hol das nach, okay? Bis bald. So. Die Suppe sollte jetzt fast fertig gekocht sein. Dazu geben wir jetzt aber noch Grießnockerl. Ja, ich weiß, ich habe fertige aus dem Grund, weil ich kein Koch bin und keine Ahnung, wie ich die komplett fertig zubereiten soll und auch nicht die Zeit leider zu haben, weil ich noch andere Sachen habe, wie ein Nebengewerbe und so arbeiten, so schulisch und das Ganze. Deswegen, leider wurde es nur die fertigen. Leider. Dann die geben wir jetzt einfach mal da rein. Ha, heiß. Huh, heiß. Das war gerade heiß. Lassen wir jetzt noch da 8 Minuten kochen, mitkochen. Dann sollten die fertig sein, dann sollte die Suppe auch fertig sein, dann sehe ich dort gleich wieder aus. Bis dann. So, hier ist die Suppe. So, sieht man sie. Wenn nicht, tue ich halt Bilder einblenden, wie sie von oben ausschaut, noch dazu. Oder vielleicht werde ich ein kleines Video oder sowas. Das ist ich mir im Schnitt alles einfallen lassen. Dann probieren wir mal gleich rein, wie es Suppe ist. Die habe ich jetzt selber gekocht, deswegen. Ich hoffe, sie schmeckt. Ich bin kein Koch, also alles gut. So mit Gemüse. Cool. Kann man essen, muss ich sagen, kann man essen, ja. Man essen, dafür, dass ich mich gerade noch verbrennt habe, kann man sich super essen. Muss ich ehrlich sagen. So, Leute, vielleicht melde ich mich gleich noch wieder und sage vielleicht noch was im Outro oder irgendwas. Mal schauen. Wenn nicht, war es jetzt mit dem Video. Ich bedanke mich nochmal bei Gabi für das Einladen und so. Ich werde jetzt gemütlich weiter essen, weil ich nicht so der Freund bin, weil mir beim Essen zuschaut. Zumindest kameramäßig so. Finde ich persönlich nicht so geil. Ein bisschen ja oder ja, so ist ja kein Problem, aber ihr wisst, was ich meine. Also deswegen, ich ciao Leute, bis dann. Ciao.